So, ein neuer Test von Nextmove mit dem Kia e-Niro, nagelneu, im Hintergrund steht er. Heute mal ein anderer Test. Es ist die mutmaßlich kälteste Nacht dieses bisherigen Winters, 18. Januar. In Leipzig sind wir, es werden minus 5 Grad erwartet. So kalt hatten wir es in den letzten Nächten noch nicht. Wir, oder ich sozusagen, möchte schlafen im e-Niro, im Dreamcase, was auch ins Model 3 passt. Wollen wir probieren, passt es auch in den e-Niro und kann man es bei minus 5 Grad über Nacht da drin aushalten? Wie viel Energie verbraucht das Auto im Stand? Und das ist auch eine spannende Frage mit einem durchaus praxisrelevanten Bezug. Wenn es nämlich darum geht, im Winter bei Schnee zum Beispiel bei einer Vollsperrung auf der Autobahn in einen Stau zu geraten, mit wie viel Prozent Akkustand man über die Nacht kommt, wenn man doch mal 2, 4, 6, 8, 10 Stunden da vielleicht stehen muss und ausharren muss und entsprechend nicht frieren möchte. Wie viel kann man sich erlauben an Heizung? Was braucht das Auto pro Stunde? Das wollen wir heute Nacht rausfinden. So, zuerst heißt es Betten bauen. Betten bauen heißt, das Auto in die richtige Passform bringen, Rückbank umklappen und die beiden vorderen Sitze ganz nach vorn machen. Das machen wir mal, damit wir danach genug Platz für das Bett finden. Das heißt, Beifahrersitz habe ich schon. Fahrersitz geht elektrisch, das dauert ein bisschen. Den mache ich ganz nach vorne. Es sieht hier schon relativ geräumig aus jetzt. Und wir sehen aber hier unten, der Tunnel ist kein richtiger Tunnel, aber hier so 4 cm sind es vielleicht. Die Mittelkonsole ragt relativ weit nach hinten. Die eine Sitzbank habe ich schon umgeklappt. Die andere lasse ich hier fallen. Und dann gibt es beim Dreamcase normalerweise eine Stütze für den Kopfbereich. Die aber eigentlich, man sieht es, wenn sie umfällt, weiter vorne stehen müsste. Das heißt, hier ist der Klettverschluss, wo das Bett dann dran ist. Das klappt so nicht, da müssen wir ein kleines bisschen adaptieren. Wir packen hier einfach den Koffer dazwischen. Ich überlege noch, ob längs oder quer. Alles zu hoch. Quer. Der passt hier nämlich genau rein. Und dann tun wir mal noch, das ist das Original Dreamcase Kissen drauf, hier rein. Drüben würde jetzt genauso ein gleicher Koffer hinpassen und dann können wir hier sozusagen planen, die Klappe drauf tun für das Kopfteil, die dann vom Koffer und von der Mittelkonsole getragen wird. Das sieht mir nach einem Plan aus, so probieren wir es aus. So, weiter geht's mit der Matratze. Also die Rückbank klappt nicht ganz flach. Das heißt, wir haben hier so, ich zeig's mal von der Seite, dreh nochmal. Wir haben hier so eine ganz leichte Stufe drin, weil die Rückbank nicht völlig eben ist und sozusagen hier ein bisschen nach oben geht und wir jetzt aber nicht nach oben weiter aufgebaut haben. Ich tue mal noch was drunter, mal gucken, wie es dann aussieht. Probe liegen, oh ja, das könnte was werden. Bevor wir einziehen für die Statistiker, messen wir einmal noch die Liegelänge, die sich jetzt hier ergibt. Mit dem Bandmaß, Rückenlehne, nicht ganz bis nach hinten, ungefähr da, wo das Auto zugeht, haben wir hier 1,90 Meter. Handgestoppt sozusagen, 1,90 Meter Liegelänge, ich bin 2 Meter groß. Schauen wir mal, legen wir mal die Bettdecke rein und gucken wir mal, wie es mit dem Platzangebot aussieht. So, schauen wir noch mal, wie das Ganze jetzt aussieht, wenn wir hier die Klappe aufmachen. Ta 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 ta. Das sieht auch ganz brauchbar aus, hier ist die Bettdecke. Und Kopfkissen habe ich mir von zu Hause noch mitgebracht. Ordentlich Licht ist auch in der Hütte. Und noch gucken, wie es sich drinnen liegt. So, das Auto war ein kleines bisschen vorgeheizt. Ich gucke nachher nochmal auf die Werte. Um 10 fangen wir an, Werte zu messen. Der Einstieg war sehr bequem über die Seitentür. Es geht auch sicher über die Heckklappe. Und ich liege jetzt nicht ganz gerade, ich liege hier leicht schräg, das heißt, ich komme jetzt nicht beengt vor, obwohl ja 1,90 Meter formale Liegelänge eigentlich zu klein ist, wenn man 2 Meter groß ist. Ich bin natürlich wieder ein überdimensionaler Tester, aber glaube, dass ich mir das ganz gut vorstellen kann. Meine Schuhe habe ich natürlich mit reingebracht, dass ich nicht morgen früh in minus 5 Grad kalte Schuhe rein muss. Eben war es hier unten im Kofferraum sozusagen ein bisschen kalt an die Füße, aber jetzt habe ich hier eine halbe Minute die Decke drüber und ich habe mir zur Sicherheit noch einen Schlafsack mitgebracht, aber ich glaube, dass ich den gar nicht brauche. So richtig mollig warm ist es noch nicht. Ich gucke nachher nochmal auf die Werte hier vorne. Da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Ich habe hier oben noch die GoPro mitlaufen.
und das Schiebedach noch offen. Das war eben noch beschlagen, als ich die dran gemacht habe und sozusagen hier die Klappe noch zu war. Die werde ich natürlich aus Isolationsgründen dann auch noch zumachen und die GoPro da oben abmachen. Und dann gucke ich mal, ob ich noch ein bisschen WLAN habe, ob ich noch ein bisschen Laptop mache oder ob ich Bedienungsanleitung lese. Da schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Es ist 22 Uhr. Erstens, ich bin nicht mehr allein im Auto. Eben hat es geklopft. Mein Töchterchen ist noch mit eingezogen und hat sich hier hinter der Kamera versteckt. Psst. Dann habe ich das Auto eben nochmal neu gestartet. 22 Uhr. Reichweite 358 Kilometer aktuell. Er war nicht ganz voll geladen. Nämlich, er steht bei, merken, 86% Akku. Und dann gibt es hier oben noch so eine Anzeige. Drücke ich auf Akku drauf. Ich zeige noch keine Werte. Ich sage sie einfach nochmal an, was da so steht. Fahrbetrieb, logischerweise eine Null. Klimaanlage, verrate ich nicht. Elektronik und Akkupflege. Ja, werden wir auch noch nicht brauchen. Und unten drunter ist dann noch so ein Balken, wie sich Klimaanlage und Elektronik in Relation zueinander, natürlich normalerweise auch zum Fahrstrom, verhalten. Ich habe das Auto ist eingeschaltet. Draußen ist das Standlicht. Eigentlich habe ich ausgeschaltet, aber dunkel geht's nicht. Ich guck mal, ob man was sieht draußen. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. Da steht unser Zoe noch rum. Die Türen kann ich verriegeln. Da gibt es hier drüben einen Knopf. Zack. Auf. Und Türen zu. Und ich habe mich für 19 Grad entschieden. Das ist so eine Temperatur, wenn man auch bei diesen Temperaturen mit dem Auto fahren würde, reicht das meistens zum Fahren. Und weil man nämlich als Fahrer Sitz- und Lenkradheizung auch benutzen kann und auch auf den hinteren Sitzen der Eniro ja eine Sitzheizung hat, dass man bei 19 Grad sich in der Regel schon im Komfortbereich bewegt. Das heißt, jetzt lassen wir es mal laufen und gucken wir mal, wie lange die Nacht uns schlafen lässt. Und ich sage jetzt noch keine Zeit. Morgen früh keine Termine. Oder wann musst du raus? Hast du morgen was? Ja, also doch nicht ganz so ausschlafen. Schauen wir mal. Und ich mache es mir noch ein bisschen bequem und werde euch noch gleich zeigen, was es noch so für kleine, nette Features gibt und wie man hier noch so die Einschlafzeit verbringen kann. Tja, so sieht's aus. Bedienungsanleitung, Laptop mit Internet. WLAN kommt allerdings vom Campingplatz, von zu Hause sozusagen, aber Strom. Der Laptop hat natürlich auch einen Akku, aber ich habe ihn mal angesteckt, denn hier in der Mittelkonsole unten drunter ist, wie fürs Camping gemacht, eine 230 Volt Steckdose, die man mit 200 Watt belasten darf. Und ja, so kann man es aushalten. So, der erste Eindruck ist, ich habe keine Socken an, habe auch nur einen normalen Schlafanzug an und die Decke ist eher so eine sommerliche Decke. Aber am Rücken war es jetzt mal so ein bisschen kalt, aber ich glaube, da hing die Decke noch ein bisschen in der Luft. Die ersten Eindrücke sind ganz positiv und Kind war nochmal pullern. Der Schlafsack ist durch das Kind jetzt auch vergeben. Plan B gibt es also nicht. Wenn es mir kalt wird, drehe ich einfach noch die Heizung ein bisschen auf und werde dann mal gute Nacht wünschen und morgen früh berichten, wie denn die Nacht so war. Und dann gucken wir mal ein paar Werte, wie lange wir es hier im Eniro stehend ausgehalten hätten. Kind steht draußen, will wieder rein. Tschüss, gute Nacht. Schönen guten Morgen aus dem Eniro. Ihr seht's da hinten, da wird es schon hell. Hier liegt mein Handy. Ich habe eben zwei Screenshots gemacht. Es ist 7.30 Uhr. Ich habe mal ein paar Werte genommen und auch ein kleines bisschen gerechnet. Willkommen zur Datenanalyse. Ich habe gut geschlafen. Ich möchte jetzt nicht zwei Wochen damit in Urlaub fahren, aber so die eine oder andere Nacht kann man es hier schon mal drin aushalten. Kind ist schon wieder raus, die muss gleich los. Und wie viel ist denn nun weggegangen über Nacht? Wir sind im Kilometerstand sozusagen von 358 auf 288 Kilometer gefallen. Das sind 70 Kilometer Verlust in 9,5 Stunden, resultierend 7 Kilometer pro Stunde gehen hier weg. Der Akkuladestand ist gefallen von 86 auf 74%. Das sind 12% sozusagen Akkustandsverlust, entspricht ungefähr 7,7 Kilowattstunden Verbrauch, entspricht einem Verbrauch von, nicht pro 100 Kilometer, sondern im Stand pro Stunde, von 0,8 Kilowattstunden pro Stunde. Und das Ganze bei welcher Außentemperatur? Auto sagt minus 4, draußen sind es minus 5, also ungefähr der Wert, den wir erwartet hatten. Und dafür, glaube ich, muss sich der, mit diesen Werten muss man sich im E-Auto nicht verstecken, dafür, dass es hier Komfortbereich noch im Auto ist. Und man, wenn man jetzt unerwartet in den Stau rauscht, durch Sitz- und Lenkradheizung, Sitzheizung hat er ja auch hinten, diesen Wert noch senken könnte,
Heißt also, im Vergleich mit dem Diesel, ein Diesel braucht auch 0,5 bis 0,8 Liter pro Stunde und mit dem E-Niro würde ich es 3 1/3 Tage aushalten bei den aktuellen Außenbedingungen sozusagen oder bei diesen Bedingungen auf den vollen Akku gerechnet. Da wäre auch der Tank eines Diesels mit 50 oder 60 Liter ja, leer gestanden sozusagen und leer geheizt. Insofern mit dem E-Auto die Lehre ist im Winter. Vielleicht mit ein bisschen mehr Reserve fahren für den unerwarteten Fall, gerade wenn man weiß, es sind Schneefälle angesagt oder komisches Wetter, möchte ich es einfach mal beschreiben. Der ADAC sagt auch eine Decke ins Auto, da gibt es auch so Decken mit Strom, die man dann über eine 220 Volt Steckdose, also eine Heizdecke sozusagen, hier im E-Niro natürlich auch betreiben könnte. Das gleiche gibt es aber auch für kleines Geld mit 12 Volt Stecker. Gerade wenn Kinder mit dem Auto unterwegs sind, könnte man die dann mit so einer 12 Volt Decke direkt die Wärme am Körper im Stau versorgen. Aber wenn man entsprechend Reserve hält, ist es im E-Niro kein Problem und man kann es viele, viele Stunden im Stau aushalten, auch bei minus 5 Grad und auch sicherlich bei minus 10 Grad. Da werden wir jetzt keine Stufen testen, aber andere spannende Tests haben wir vor, nämlich was braucht das Auto so auf der Autobahn im Winter, wie schlägt er sich im Vergleich zu anderen Fahrzeugen, das wollen wir gerne noch testen. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Abo. Wenn euch das Video gefallen hat, auch einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Next Move Test Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ciao. Kinder nicht auf YouTube. So, zweiter Versuch, nochmal. Besser wird es nicht mehr, aber ich glaube, ich mache noch eins. Im Stehen. Nochmal.